Gerichtshof ja, für Menschenrechte. Ja, dann müssen Sie sich dorthin wenden. Ja, dann geben Sie mir das bitte schriftlich. Ja, das wissen Sie doch, das Gericht. Dann schreiben Sie doch dahin. Ja, wir vertreten das Gericht. Wir sind das Gericht. Wir haben schon entschieden. Wir ordnen und verwalten selbstständig. Sagen Sie dann mal. Dann schreiben Sie dorthin. Ja. Das ist Ihr Recht. Können Sie ja jederzeit machen. Aber mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, aber Sie müssen eine Entscheidung schriftlich geben. Sie müssen Ihre Entscheidung begründen. Und ja, da muss ich ja erstmal einen konkreten Antrag, ein Anliegen haben und okay. Das habe ich nicht. Wir beantragen die Auflösung der Bundesrepublik, weil Sie mit der Lüge der Menschenrechte alle falsch vereidigt sind. Ja. Feierabend. So. Sie können, wie gesagt, machen, was Sie wollen. Sie müssen sich an das zuständige Gericht wenden. Dann frage ich Sie. Mir sind hier die Hände gebunden. Wenn Ihnen die mehr Hände kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Kann ich dieses Gespräch bitte im Internet veröffentlichen? Können Sie machen. Okay, können Sie mir bitte nochmal Ihren Namen nennen? Sag ich Ihnen nicht. Wie gesagt, ich habe Ihnen alles gesagt. Also Sie erlauben mir die... Sie brauchen nur jetzt Antwort von uns erwarten, weil wir keine konkreten Schreiben, Anträge etc. von Ihnen vorlegen. Wir haben Ihnen einen Vertrag zugeschickt. Sie haben diesem Vertrag zugestimmt. Oder haben Sie dem Vertrag widersprochen? Weiß ich nicht. Sehen Sie? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ist mir nicht bekannt. Ach, das ist Ihnen nicht bekannt? Nee. Am 15.12. ist Ihnen die Verfassung, die OMR-Verfassung, die universalen Menschenrechtsverfassung des Internationalen Zentrums eingegangen. Wir haben Sie, glaube ich, im Mitte Februar haben wir Sie darauf hingewiesen, haben Ihnen einen Staatsvertrag angeboten, damit Sie Körperschaftsrechte bekommen, nämlich die öffentlich-rechtlichen und staatlich-hoheitlichen. Denn die BRD ist ja nur tritt nur in die Rechte und Verpflichtungen der Vereinigten Wirtschaftsgebiete. Das heißt, Sie sind nur eine Verwaltungseinheit. Sie dürfen also nur verwalten. Sie sind nur eine Behörde. So, und die Geschäfte macht. Und daraufhin haben wir Ihnen gesagt, Sie können staatlich-hoheitliche Rechte bekommen, indem Sie sich einem Treuhandstaatsvertrag uns unterordnen. Die Frau Merkel uns unterordnen. Sie hören schon richtig. Daraufhin haben Sie dem nicht widersprochen. Oder haben Sie widersprochen? Ja, wie gesagt, Verträge können wir hier sowieso nicht abschließen. Ach, Sie können das nicht? Wie haben Sie das denn gemacht mit dem Zentralrat der Juden? Wir haben dieses Gesetz auf den Weg gebracht mit der Verkürzung der Verfahrensdauer und mehr können wir Ihnen jetzt hier nicht helfen. Sie? Wovon sprechen Sie? Wir sprechen hier von einer Verfassung für Menschenrechte. Wovon sprechen Sie denn? Sie müssen sich an das Gericht wenden. Das welches tut mir Gericht? Jetzt leid. Hallo, welches Gericht? Ja, müssen Sie rausfinden. Sie haben doch gar keine Gerichte. Sie haben doch kein Gericht. Welches Gericht ist denn für die Verletzung des Artikel 140, nämlich das Gemeinschaftsrecht für Menschenrechte, zuständig? Sagen Sie mir doch, das ist doch Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie müssen eine innerstaatliche wirksame Beschwerdemöglichkeit haben, und zwar für Beschwerden gegen Richter, gegen Amtspersonen. Das ist doch das Problem, was Sie haben. Ja? Sagen Sie, also dieses Gespräch darf ich veröffentlichen, ja? Sie können machen, was Sie wollen. Wie gesagt, ich kann Ihnen hier dazu nichts sagen. Okay, gut. So, das Letzte. So, dann wir haben Ihnen, Sie bekommen von uns ein Schreiben jetzt mit der Order, die Bundesrepublik Deutschland sofort aufzulösen. Ich kann Ihnen hierzu nicht helfen Antwort bekommen. Ja, ich glaube, wir sprechen von da vorbei. Wenn Sie in Artikel 1 reinschreiben, das Volk bekennt sich zu den Menschenrechten, aber Sie haben kein Gesetz, um das zu schützen, um diese Menschenrechte zu schützen, dann ist Ihre Verfassung ungültig, und jeder, der einen Schwur oder einen Eid auf dieses Grundgesetz legt und diese Menschenrechte nicht verwirklicht hat, schwört einfach ins Leere, in die Luft. Und damit ist Ihre Vereidigung als Bundeskanzlerin oder was weiß ich, wir sprechen hier nicht von den Wahlen, ja, die auch noch manipuliert sind, sondern wir sprechen über die Vereidigung. Damit ist das Ding vom Tisch. Also, dann müssen Sie sich hier auflösen. Ich werde dieses Gespräch... Wie gesagt, ich gebe ich werde Ihnen keine Auskunft. Ja, das habe ich verstanden. Sie werden hier auch keine bekommen. Ja, aber Sie, da Sie ja mit mir ein Geschäft machen, Sie machen mit mir ein Geschäft... Das stimmt nicht mehr. Doch, Sie machen hier mit mir ein Geschäft. Sie sind dann verpflichtet, 1,5 Milliarden Euro zu zahlen jetzt. Und zwar, das ist noch ganz wenig. Jede Kirche, jede Gemeinschaft bekommt ja Geld, und Sie zahlen ja sogar
sogar selbst dem Zentralrat der Juden, wozu sie nach Artikel 140 noch nicht mal einen Vertrag machen dürfen, das darf nämlich nur nach der Landesgesetzgebung von 1919. Und 1919 gab es weder das Land Niedersachsen, noch gab es hier das Bundeskanzleramt, noch das, wie auch immer, die Bundesrepublik. Danach dürfen sie schon gar nicht, weil sie kein Landesgesetz nach 1919 sind, dürfen sie schon gar nicht den Vertrag mit dem Zentralrat der Juden machen. Sowas gibt's gar nicht. Ja, ich beschwere mich ja nicht über vieles oder jenes, aber sie müssen doch wenigstens die Gleichbehandlung. Wenn Frau Merkel irgendwo ins Ausland geht und spricht über Menschenrechtsverletzung, über den Dalai Lama und was Glaubensbekenntnisse und so weiter, warum machen sie das dann nicht in ihrem eigenen Volk, bei ihnen im eigenen Land, beziehungsweise im Gebiet Bundesrepublik? Warum machen sie denn das dann nicht? Sie haben gesagt, kann Ihnen hier wirklich nicht weiterhelfen. Okay, Sie müssen Ihr Anliegen schriftlich vorbringen. Okay, mache ich auch. So, dann verraten Sie mir bitte zum Schluss. Die Adresse haben Sie? Ja, dann verraten Sie mir bitte zum Schluss. Bundeskanzleramt? Ja. Und mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Achso, was ist denn Ihre Abteilung? Ja, schreiben Sie Bundeskanzleramt, Gruppe 13. Ja, was ist denn Gruppe 13? Willy Brandtstraße 1, ja, Innen und Recht. Aha, Innen und Recht. Okay. Genau. So, aber Sie kennen aber die Seite des Bundesministeriums des Inneren. Das kennen Sie, ne? Die kenne ich, ja. Ja, und zwar Rechtsfolgen für Welt- und Religionsgemeinschaft. Das kennen Sie aber auch, ne? Ja. So, und wenn Sie diese Seite kennen, ist das, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, völliger Unsinn. Ja. Aber das will ich Ihnen ja nicht sagen, weil Sie sind ja eine politische Geschichte dort und in der Politik können Sie erzählen, was Sie wollen. Da können Sie sogar den Leuten erzählen, Sie leben noch, obwohl Sie gestorben sind. Ja? Okay, ich bedanke mich trotzdem. Sie bekommen jetzt von uns, also dieses Gespräch wird veröffentlicht. Ich werde dieses Gespräch protokollmäßig an die Russische Föderation schicken, an die Briten, an die Engländer und an die Franzosen und an die Chinesen und bitte Sie dann entsprechend dann nicht mehr sauer zu sein, dass dieses Gespräch für die Frau Merkel auch Probleme haben. Wie gesagt, ich kann Ihnen hier leider nicht helfen. Müssen Sie Ihr Anliegen schriftlich vorbringen und Sie haben doch sich erzählt, an die entsprechenden Gerichte ja, aber wenden. Sie haben doch mir erzählt, Sie hätten da drauf was Schriftliches. Wie dick ist denn das Schriftliche? Können Sie mir denn ungefähr sagen, wie viel Seiten das sind? Ungefähr 10, 50, 100? Ja, das ist unterschiedlich hier. Ja, ungefähr insgesamt. Ja, das kann ich jetzt hier nicht. Das sind mehrere Akten, wo das enthalten ist. Okay, mehrere Akten. Dann möchte ich Sie doch bitten, dass... In mehreren Akten enthalten. Können Sie mir wenigstens die Aktenzeichen nennen, dass wir dort vielleicht Akteneinsicht nehmen? Das müssen Sie auch schriftlich beantragen. Das mache ich dann auch. Dann schreiben, ja, dann machen Sie das. Und ja, dann, aber wir müssen doch wissen, welche Akte das ist. Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Dann schreiben Sie das, dann werden Sie schon... Nach welchem Aktenzeichen haben Sie es denn abgeheftet? Wenn wir Ihren Namen wissen, dann können wir das schon zuordnen. Ja, also unter welchem Namen? Haben Sie das jetzt unter Internationales Zentrum für Menschenrechte, ja? Genau. Okay, super. Dann schreibe ich Sie nochmal an in Ihre Abteilung. Und ja. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für dieses Gespräch. Okay. Wir hören. Ja.